我是学成绩才要102的张国一，很高兴今天有机会来到这个决赛的舞台。今天我们带来的是一首德文歌，那它是我在高中学德文的时候老师放给我们听的，当时就很喜欢这首歌，然后也一直想说，有一天我一定要在舞台上把这首歌唱给大家听，对，把这个欢乐的感觉带给大家。对，那没想到多年之后呢，竟然是国艺大神帮助我完成这个梦想。OK， 好，那个小明提要很多。我从大一到现在比了四次，总算站上了决赛舞台，但脱小没有，脱小没有。然后今天因为我们唱德文歌嘛，那所以跟大家解释一下歌词是什么，不然大家听不懂。它这首歌名字叫 Ohrwurm， 意思是耳朵里的虫，其实代表的是在你耳朵挥之不去的一段旋律。那有一个人就因为这段旋律，然后他搞得就是非常的烦躁，他跟人家打架，被警察抓，女朋友跟他分手，然后整个都是生活一团乱的一个故事，其实蛮悲惨的。OK， 好，那接下来就是 Ohrwurm。好，我们要开始了。Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Sind den ganzen Tag immer gleiche Lied. Er sitzt in meinem Kopf und geht nicht weg. Hab alles ausprobiert, damit er sich verzieht. Doch leider hat es alles kein Zweck. Ich renne durch die Straße und konzentriere mich auf den Krach. Betrüne mir die Ohren.Die fünfte Symphonie verklingt mit viel Tata. Mein Ohrwurm sagt Hallo, ich bin noch da. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. War ich dein Ohr gesteckt und ich gehe nie mehr weg. Bin nie wieder weg. Balips geht, vielleicht legt mich das an.Diese gibt eine Schlägerei, diese fliegen, ich bekomme knapp. Und lange schlicht bei der Polizei, eine Wunde komm ich an, und zahl die Kaution. Dann sprach ich auf der Rückbelohnung, ich war morgen wohnt. Sie sagt, hab genug, ich verlasse dich. Mein Ohrwurm sagt, was los, du hast ja mich. Oh, ich hatte Lise. Hallo, hallo. Oh, ich hatte Lise.谢谢。